Abtrieb so Panorama ist nicht alle weh, gell? Aber leider nicht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater, unser im Himmel. Da geht das Wasser rein, dann haben wir 200 Liter Schaumitteltank, was wir zuschalten können. Wir können es separat auf den Monitor, auf den Hochdruck, seitlich und vorn und auf da vorne Rad können wir es zutun und jeweils am Netzmittelbetrieb zu machen, auch mit praktisch die Prozentsätze unterschiedlich. Das heißt, wir können mit dem Hochdruck Schaum machen und können beim Hochdruck oder beim Werfer als Netzmittel zeitgleich fahren. Also das ist die Fernsteuerung vom Lichtmast und vor allem vom Frontmonitor. Da kann man bis zu 80 Meter weggehen. Und da haben wir noch den Löschmittel, aber der Schaum einspeisen, ist doch über der Zumischung. Und das ist unsere Errungenschaft. Da haben wir alles für Notenschutz. Das heißt, das ist die im Notenschutz drinnen sind, die rüsten sich drinnen mit den Gerätschaften aus. Und gehen aber mal daher, nehmen Schlauchtragekorb mit, Schlauchpaket mit. Da haben wir praktisch einfach einen Überblick, damit man auch, wenn halt die Rotenschutzregel ausreden, weiß er genau, ich muss das nehmen, der eine muss das nehmen, der eine muss bezahlen und. Und das, so ist das. Da sind 4x15 Meter. Das sind ein bisschen die kleineren Zehschläge, es ist ein bisschen knapp drin. Aber wie gesagt, mit einem so einem Schlauchtragekorb und einem. Und dann, das ist 30 Meter Schlauchpaket, da machen wir 90 Meter. Ja. Und das Trag, ich muss sagen, Trag einer, nicht? Und da ist eben die ganze da Fluchthaube, was wir da oben drin haben, Tragetücher. Und das ist noch für die Hygiene, das heißt Einsatzstellenhygiene, was wir da ein bisschen machen zum Putzen und praktisch die kontaminierten Gerätschaften, die Milzsäcke zu tun, dass man sie waschen kann und so weiter. Und das muss ich sagen, halt da drinnen, jeden Sitz Atemschutz, zwei Wärmebildkameras und dann eben einfach die ganzen Fachen, was wir da links und rechts haben, wo wir erste Hilfe-Rucksack und so weiter drinnen haben. Gewaltig. Ja. Ja, bald mal unten. Es ist die Einladung ausgegangen und um 11 Uhr haben wir
Ein großer von Geld geht an die Musikkapelle Castrobell mit dem Hauptmann Elia, die Kapellmeisterin Charlotte, für das schöne Stückchen jetzt zum Anfang. Ganz eine kurze Durchsage im Namen von Enzo und Kassier. Er hat gesagt, er dankt. Er hat gesagt, wir müssen den Dank holen, wir auch ein bisschen finanzieren. Barbara und Maria, geschätzte Ehrengäste, liebe anwesende Bevölkerung unserer Gemeinde von Castrobell-Tschaars, liebe Gäste und nicht zu vergessen, liebe Mitglieder unserer Wehr, mit Patinnen, Pater, Aktive und außer Dienst. Im Jahre 1990 wurde unser RLF eingeweiht. Ich erinnere mich noch gut daran, an die vielen Samstage mit unserem Vater, mit Hubert und mit vielen anderen, mit unserem Dankwagen, wo wir viel Zeit verbracht haben. Viele Einsätze haben wir mit ihm abgewickelt und ständig die Ausrüstung an die Gegebenheiten angepasst. 33 Jahre nachher haben wir nun die Freude, ein neues, zeitgemäßes, modernes Fahrzeug einzuweihen und nun seinen Dienst zu übergeben. Rot, groß, mit Blaulicht und viel Platz. So ist vielleicht der erste Fahrzeug hier und wird nun durch hochwürdigen Dekan Christoph Wiesler feierlich gesegnet und seinen Dienst übergeben. Besonders freut mich auch, dass wir drei Patinnen für unser neues DLF gefunden haben. Maria, Barbara und Maria. Ich darf euch jetzt bitten, dass ihr es zu uns rauskommt und dass es noch offiziell die Streuse entgegennimmt und nachher noch bei der Segnung wieder. Jetzt darf ich euch raus bitten, kommt bitte raus. Mein Stellvertreter Peter möchte ich gerne bitten, die Streuse zu übergeben. Und dann sehen Sie ihn auch. Die drei neuen Patinnen. Es ist wirklich, wie schon eingangs gesagt, ein sehr interessantes Fahrzeug für uns als Feuerwehr. Und ich muss sagen, wir haben eine große Freude, so ein Fahrzeug heute in Dienst stellen zu dürfen. Es hat viele verschiedene Gerätschaften beladen, die wir jetzt einsetzen können. Es ist ein Lüfter drauf, es ist Atemschutzgeräte drauf für neuen. Ich darf jetzt unseren Bürgermeister, in Gustav der Beiner, den Bürgermeister der Gemeinde Castrobell-Tschaars, um seine Grußworte bitten. Bitte schön, Gustav. Der, was noch nicht anwesend ist, aber sehr geehrter Landesrat, lieber Lorenz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Castrobell, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Feuerwehrmänner und Frauen, der Feuerwehr Castrobell und der näheren Umgebung, sehr geehrte Bevölkerung, Anwesenden, einen recht herzlichen guten Morgen meinerseits. Ich glaube, heute ist ein besonderes Bauernhoffest, es ist das 15. und im vergangenen Jahr hat die Feuerwehr Castrobell die 130 Jahre Bestandsjubiläum gefeiert
Und ich glaube auch, das bessere Geschenk als mit der Segnung eines Danklöschfahrzeuges kann man dieses Fest nicht begehen. Wie auch, und wir sind zuversichtlich, dass Adium Vor und Kastelwelg als Sound fertiggestellt wird, Einsätze im Tunnel. Aber dafür braucht es natürlich auch die Vielseitigkeit, diese Katastrophen zu meistern, braucht es natürlich auch deren Hilfe, Schutz oder Bergung. Und in erster Linie steht natürlich der Mensch im Mittelpunkt, der Feuerwehrmann und die Feuerwehrfrau, welche immer die Zeit für die Ausbildung, für den Schutz und für die Hilfe widmen, um eben die Menschen und Hab und Gut zu retten und zu schützen. Zudem, zum Mensch dazu, braucht es natürlich auch eine technische Ausrüstung als Hilfsmittel, um eben diese Schadensereignisse zu bekämpfen. Und ich glaube, dass der DLF 2000 A, ich habe jetzt nicht verstanden, warum A noch dazu ist, aber das wird so sein, möge in Zukunft euer multifunktionaler, viel verlässlicher und öffentliche Hand als Bevölkerung versucht, die Feuerwehren in Rom und von finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen und auch zu investieren. Und auf der anderen Seite kriegen wir für die Feuerwehrleute, Frauen und Männer, die Hilfe und den Schutz zurück. Und ich glaube, das ist eine gelebte Solidarität vor Ort. Ich komme nun zum Schluss und möchte die Gelegenheit da nutzen, wenn wir jetzt die technische Einsatzmöglichkeit mit dem Tanklöschfahrzeug heim die Segnung haben, wird es in Zukunft müssen ein neues Projekt umgehen, um auch die neue Feuerwehrhalle in Kastelwell zu errichten. Liebe Patinnen, sehr geehrte Ehrengäste, vor allem begrüßen wir den Landesfeuerwehrpräsidenten, Bezirkspräsidenten, liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden und meine Damen und Herren. Zuerst mal danke für die Einladung, also ich brauche hier nicht, denke ich, den Wert der Feuerwehren in unserem Land noch weiß Gott wie unterschreiten. Wir wissen alle, sehen wir auch jeden Tag wieder in unserem Land, wie oft sie im Einsatz sind, zum Einsatz gerufen werden und wie effizient diese Einsätze auch dann vonstatten gehen. Einsätze unterschiedlicher Art, also nicht nur Brandfälle, nicht nur Unfälle, vor allem auch Hochwasser, Murenereignisse, viele Dinge bis hin zum Einfangen von Kanarienvögeln, wo die Feuerwehr mittlerweile gerufen werden. Und das ist gut, dass ihr gut von diesen Einsätzen wieder zurückkommt. In diesem Sinne, alles Gute noch einmal und ein schönes Fest heute hier in Kastelwell. Hohe Geistlichkeit, geschätzter Herr Dekan, werte Ehrengäste, liebe Patinnen, werte Mitglieder der Musikkapelle, geschätzte Feuerwehrkameraden von Kastelwell mit dem Lorenz als Kommandant an der Spitze, die Kommandanten der Umgebung, aber vor allem liebe Kollegen des Bezirksverbandes von Unterfinchgau, werte anwesenden Damen und Herren. Ich darf Henk recht herzlich gratulieren, in erster Linie der Freiwilligen Feuerwehr von Kastelwell zu diesem neuen Tanklöschfahrzeug, aber wie es der Bürgermeister schon treffend gesagt hat, auch der Bevölkerung von Kastelwell und Umgebung, weil schlussendlich ist die Bevölkerung nachher diejenigen, die Nutznießer sind, wenn die Freiwillige Feuerwehr von Kastelwell mit neuem Gerät, mit modernem Gerät, mit zeitgemäßem Gerät noch besser, noch schneller und noch effizienter ihre Einsätze abwickeln kann. Aber auch, was der Bürgermeister treffend gesagt hat, es ist ein Gerät, es ist ein tolles Gerät, es kostet da viel Geld, aber schlussendlich ist es ein Hilfsmittel. Es ist nach wie vor der Mensch, der diese Gerätschaften, Fahrzeuge lenkt, der sie zum Einsatz bringt, der Mensch, der sich schlussendlich dann der Gefahr stellen muss. Einer Seite, ich darf im Namen des Bezirksverbandes Unterfinchgau der Feuerwehr Kastelwell recht herzlich gratulieren und vor allem am großen Dank aussprechen. Gratulieren zu dem neuen Einsatzfahrzeug, das da vor uns steht. Wobei man aber schon auch sagen muss, es ist nicht neu, sondern ausgetauscht worden. Es ersetzt ein altes Fahrzeug und somit bleibt der Fahrzeugstand gleich. Und wenn so ein Fahrzeug austauscht wäre,
Da hast du jetzt ja nicht gleich, jetzt steht es da, jetzt haben wir es. Es muss damit gearbeitet werden und man muss sich von alten Fahrzeug, das sagen wir mal in Rente geschickt wird, aufs neue anpassen und man muss Altes weiterführen, was man erlernt hat, muss aber auch Neues dazulernen, das mit Übungen und viel Zeitaufwand verbunden.